Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Ron und ich sind jetzt auf dem Weg zum Kindergarten. Zur Kirche. Ja, aber wir fahren zum Kindergarten erstmal hin. Um, ja, der Verabschiedungstag. Und wie immer hänge ich wieder kurz vor knapp. So. Gar nichts. Ron hat sich gestern verletzt. Das sieht jetzt aus wie nur so ein Schram, aber das war doch so tief, dass das so aufgeplatzt war. Kam noch nicht mal viel Blut, weil das war tiefer war. So irgendwo hängen geblieben. Naja, das passiert schon mal. Wir zwei machen uns jetzt auf den Weg. Der erste Schritt ist getan. Wir haben auf der Wiese gesessen und haben dem Wortgottesdienst zugelauscht. Es war nur schwer, ihn zu verstehen, da ja alles ohne Mikrofon und der Wind und alles war trotzdem ganz witzig. Die Kinder haben das Geschenk übergeben zum Schluss, was ausgesucht wurde für die Erzieherinnen. Und ja, und da man ja vorher nicht verraten durfte, was die Kinder erwartet, war der Ron ganz verdutzt. Also ich sagte, ich fahre jetzt nach Hause, ich komme dich gleich abholen. Nein, ich will mit nach Hause. Ja, aber dann sein Kindergartenfreund hat ihn davon abgehalten, hat gesagt, Mensch, wir essen ja Pizza. Was weiß ich, wo er das her hatte, ob es überhaupt wirklich Pizza gibt, keine Ahnung. Ja, ich lasse mich überraschen, was er gleich berichtet. Wir haben jetzt 18.30 Uhr. Das heißt, in 2 Stunden werde ich ihn wieder in Empfang nehmen. Und dann mal gucken, was er berichtet. Was sie Tolles gemacht haben. So. Ich schaue dann jetzt. Der Dirk ist natürlich in der Zeit auch schon bestimmt zu Hause angekommen. Und werde die Lage berichten, wie es war. Aber auf jeden Fall, das Sonnchen scheint schön. Es wurde auch währenddessen immer wärmer. Ich muss sagen, als ich dahin bin, hatte ich mir die Strickjacke angezogen, weil mir einfach zu kalt war. Und jetzt mittlerweile ist das so, also richtig warm. Aber wollen wir uns nicht beschweren, lieber warm wie, was gibt das? Okay. Hätte man auch anders regeln können, aber egal. Habe ich schon gesagt, dass ich mittlerweile die Post bekommen habe von der Schule. Ich hatte ja einen guten Freund darum gebeten, mal in der Schule anzurufen, weil ich halt auch wieder arbeiten war. Und dann hast du nicht so die Zeit. Und, ne? Und ja, der hatte dann angerufen und hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ja, die Sachen sind gestern rausgegangen, wie ich eben von der Arbeit kam. Kam auch gerade noch der Postbote. Und überreichte mir. Jetzt kann ich da mit dem Auto nicht reinfahren. Die blöden Fahrräder da liegen haben. Total witzig. Ich wollte gerade anrufen, dass einer die Fahrräder wegsetzt. Die kamen schon von alleine raus. Die beiden kamen schon von alleine raus. So. Was ist das? Ich war gerade am Rumkramen und wollte gucken, dass ich einen von euch anrufe, aber irgendwie habt ihr das schon. Ja, die Jungs sind blöd. Ja, weil ich hab gesehen, dass du kommst und dann wollte ich gucken. Das liegt gerade mit Luca. Die sind oben. Dann Rick! Nein, die sind im Garten. Nee, die sind oben. Rick! Die sind auf dem Balkon. Echt jetzt? Ja, der hat schon gehört. Rick! Bleibt jetzt noch da, ne? Ja, den gehe ich erst um 20 Uhr. Noch einkaufen? Nein, ich war nur im Kiosk, wie ihr verlangt habt von mir. Wo ist der? Die sind hochgerannt. Also ich bin gerade erst gekommen, Nico. Ich muss schauen, wo die sind. Wo ist denn mein Jutta? Wo ist der Menge Jode? Jungs! Wo ist denn Papa? Hinten. Hi, Harry und Maya. Ich gehe unseren Buddel vom Kindergarten holen. Ja.
Ich habe die Couch wieder anders konstruiert jetzt mit der Decke, weil das ewig da so am Verrutschen ist. Wo sind die Hunde? Die kauen ihre Stangen. Einer liegt da, einer ist in der Hütte. Was? Wer ist in der Hütte? Meitsch. Okay, alles klar. Ich gucke mal, wie er es gefunden hat. Bis gleich. Ja, gleich. Nee, Portemonnaie habe ich vergessen. Oder habe ich das noch im Auto? Nee, da liegt es. Ach, was sind mein Gott, verdammte Hausschlüssel schon wieder. Ach, das ist glaube ich auch noch im Auto, ne? Nicht? Habe ich den nicht? Ach, doch, doch, doch. Ich habe den oben in dem Fach drin. Dann schauen wir doch mal, wie der Ron es gefunden hat, die Schatzsuche, um das alles zu machen. Und was sie gegessen haben. Ich bin auch selber ganz neugierig. Was habt ihr denn alles gemacht, Bart? Also, ich und Leon haben geprügelt. Ihr habt dich geprügelt? Ja. Ich meine aber so, was haben denn die Erzieher mit euch gemacht für Spiele und so? Was habt ihr denn da? Ja. Erzähl doch mal. Schatzsuche gemacht. Eine Schatzsuche? Und wie ist die abgelaufen? Also wir... Hattet ihr eine Schatzkarte? Ja, guck. Wow. Und was habt ihr gefunden? Eine Kiste bei uns. Bei euch im Kindergarten dann? Wow. Wir sind aber rausgegangen. Okay. Und dann haben wir einen ganz, ganz langen Weg, sind wir wieder im Kindergarten und dann hat da keiner die Kiste hingetan. Aha. Sondern das war der hier. Habt ihr noch andere Spiele gemacht? Das war der hier. Wow. Ein Pirat namens Ron. Ja. Habt ihr sonst noch gespielt? Wir haben Pizza gegessen. Pizza gegessen, so vom Pizzaladen? Oder hatten die da selber Pizza gemacht? Selber Pizza. Wow. Ich glaube schon, weil so schnell kann die nicht da sein. Aha. Fandest du es schön? Ja. Ich vermisse Kilian. Du vermisst Kilian, aber den siehst du doch wieder. Ich gehe auch mal schwer davon aus, dass ihr in eine Klasse kommt. Ja, du musst noch 10-mal in den Kindergarten reingehen. Aber das sind ja noch die Wochenenden. Die muss man ja beim Schlafen noch mitrechnen. Du hast auf jeden Fall am 17.7. 17.7. ist das. Das ist doch keine 10 Tage. Aber dann... blinkt. Geil, ne? Das wirst du sehen. Je dunkler es wird, desto mehr wirst du sehen, wie der blinkt. Alter. Ist einem aber 2 große Joghurtbecher auf den Boden gefallen. Hm. Papa denkt sich bestimmt auch, ich habe jetzt eine Stunde weg. Weil ich wieder so rumgetratscht habe. Ist schon gut. Ich fand's cool. Du fandst es cool? Da ist der eine Mann, den ich kenne, mit dem rechten Fahrrad. Ja. Der fährt auch immer da hinten, wenn ich mit dem Hunde gehe. Da sehe ich den auch oft. Ja. Diesen komischen. Ich schon mal zu dem gesagt, hi, mit der Lena und Jana. Okay. Da hat der bei uns auch mal angehalten. Ich muss mal gucken. Ich habe eben schon mal durchgelesen, was ich alles für dich kaufen muss. Für Hefte und so. Für die Schule. Hm. Und natürlich einen Schulranzen, muss ich ja auch noch besorgen. Oh, bist du müde? Ich habe noch kein Akti gegessen. Ah, du hattest heute Morgen nicht dein Aktimel, ne? Vanille, ne? Ne, hattest du nicht. Hä? Hm. Hatte ich gar nicht. Doch, du hattest Vanille und Rick hatte Vanille, weil die letzten aus dem Paket, die 2 Erdbeeren, habe ich an die Seite gestellt. Gib mir zu Hause ein Aktimel. Kleinen Absacker. Hauptsache, ihr hattet alle Spaß. Weil dieses Jahr die Abschiedsfeier von dir halt ist etwas anders gelaufen, wie das sonst war. Ne? Normalerweise
Hättet ihr jetzt noch in dem Kindergarten übernachtet? Wieso? Weil das immer so ist, die Kinder, die dann in die Schule kommen, die übernachten im Kindergarten einmal. Und werden dann am nächsten Morgen, meist glaube ich um 9:30, abgeholt wieder. Ihr hättet dann in der Turnhalle geschlafen. Hat Rick auch hier geschlafen? Rick, Darlene und Jana. Aber dieses Jahr war das halt unfair, die kleinen Püsser. Hallo. Nö, ich gehe nie wieder dahin. Aber dafür haben die sich so schön etwas ausgedacht, was sie mit euch gemacht haben. Okay. Doch, Schatzhuch und so. Mein kleiner Rasenmann. Wir sind zu Hause. Guck mal, da hast du auch Luftblasen geschenkt gekriegt, sehe ich gerade. Luftblasen? Ja. Eier, Luftblasen. Hm. Bubble Blow. Seifenblasen, sagt man dazu, nicht Luftblasen. Seifenblasen. Ich kam nicht auf den genauen Punkt. Tja, mein Schatzemann. Dann nimm mal dein Froschspiel. Und dann gehen wir mal rein und du kannst dem Papi auch erzählen, was da so Tolles erlebt hast. Kannst du die drei Sachen haben? Drei Sachen? Soll ich etwas tragen? Ja, weil ich so das soll ich. Ja, okay, dann trage ich die. Machst du deinen Anschnaller lose? Naja, gerade einparken sieht doch was anders aus. Ich war etwas irritiert durch das Fahrrad. Moment, Schatz. Tun wir das doch mal in die müllüberfüllte Garage. Wer quietscht denn da? Oh Gott noch. Da muss ich alles mal wieder ordnen. Aber aufpassen, den Luftballon, dass der Harry nicht drankommt, ne? Sonst ist er direkt kaputt. Ja, Martina, und nimm deinen Hausschlüssel mit rein, den du eben schon gesucht hast. Abschließen. Mama, Harry ist hier. Er kann raus. Ja. Ich muss den Flipflop mal wegmachen. Wieder da. Nun geht mal, ihr kleinen Durchgeknallten. Alles cool. Was hast du alles gemacht? Hey, Tatze. War das jetzt ein Abschiedstag? Ja. Ja, aber nein. Der hat noch bis zum 17. Ah, Schatzi. Akimel. Dann nimm dir eins, Bruder. Der ist nur dran. Akimel. Ich hatte noch kein Akimel heute. Hat er schon. Hier, ein Froschspiel. Kuckuck. Was hängt? Kommst du da noch dran? Tint? Nein, lass hängen wegen Hunde. Ich helfe dir da. Ich helfe dir. Ja, genau. Lass hängen an der Decke. Okay, warte. Lass einfach hängen. Da kommst du schon dran. Ich helfe dir dann. Ja, ich hatte auf dem Parkplatz auch noch ein bisschen die Schnitzi spart mit Karina. Ja, wir sind etwas enttäuscht, dass Bela und Ron nicht in eine Klasse kommen. Obwohl sie im gleichen Kindergarten sind. Ja, Schatz, warte doch mal. Mir jetzt Nudeln. Du hast ja Pizza gegessen. Aber ich hab Bock auf chinesische Nudeln. Schön scharf. Ach, guck, wie der Prinz da liegt. Und die Prinzessin. Ich muss mal schauen. Ich habe wieder andere Zeckenhalsbänder gesehen. Hat mein Chef Slimehunde angezogen. Die finde ich auch total jeck. Das ist mit so weißen Keramikperlen. Keine Ahnung. Scharf. Und dann natürlich mit Käse noch rein. Oh Gott noch.
Nein. Wir haben 9:45. Ich glaube, du hast einen Titsch. Darf ich noch raus? Ich bin 9 Jahre alt und ich darf bis 22 Uhr raus. Alles klar. Aber ich habe... Na, wie stehst du denn? Ich habe leider keinen Lachs, den ich mir diesmal reintun kann. Aber vielleicht finde ich hier irgendwas Hühnerfleisches. Nein? Hoppala, da wäre ich schon fast über den Harrison gefallen. Dann nimm dir die. Diese Kugel drin. Eine Röstkugel. Guck mal. Fleischig, hier. Nicht so. Ja, dann hast du Fleisch. Aber als Würzambiente kann ich das auch noch da rein tun. So, das hier ist nämlich. Ja. Grillfleisch noch, das muss nämlich weg. Also werde ich jetzt verwerten. Okay. Die Wurst sind ganz essen, wie eine Salzstange. Die werde ich mir aber noch viel, viel kleiner schneiden. Ich nehme ja auch jetzt nicht alle. Rick? Ja. Guck mal, ich mache jetzt hier dieses Hühnerfleisch. So. Und dann könnte ich ja rein theoretisch den Grillkäse in der anderen Pfanne machen. Hier, du kannst ja dann ein bisschen von dem Hühnerfleisch. Das ist Grillhühnerfleisch. Was? Ich habe mich richtig erschrocken gerade. Mhm. Ich dachte, du warst da oben. Hallo, Flo. Ich habe mich richtig erschrocken. Mhm. Ich bin am Rollen gekommen. Vom Kindergarten? Ja, da ist ein Verlichtung. Ich habe die Kräuter nicht gesehen. Ich weiß. So. Weiß irgendwer, wie das Ding hier geht? Ich zeige gleich, wie es aussieht, wenn fertig ist. So, das ist mein Gericht, weil ich mir jetzt gerade gebastelt habe. Die China-Nudeln. Richtig Chili scharf. Die Salami, die zwei dünnen, habe ich mir da reingeschnitten. 2 Grillkäse. Hühnerfleisch. Und Schnibbelskäse oben drüber. Aber ich habe heute auch über Tag eigentlich außer eine Scheibe Brot. Habe ich noch nichts gegessen. Ja, ein paar Nüsse habe ich gegessen. Weil ich halt wieder von A nach B am Titschen bin. Kannst ja. So, das lasse ich mir jetzt schmecken. Boah, das und ist wieder zurück. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, um 10 dein Uhr. Dein Blick sagt alles. Ja, die Mädels machen sich auch mal etwas. Ich hocke mich jetzt auf die Couch, werde das genießen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.